Und willkommen zu einer neuen Folge Raw Future TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ich habe mir vorgenommen, diesmal nochmal ein kurzes Video zu machen, ein schnelles Video, mal schauen, ob es mir gelingt. Hier auch in neuer Umgebung. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir einfach mal einen leckeren Kaki-Pudding zubereiten. Natürlich vegan und in Rohkostqualität. So für zwischendurch oder als Nachspeise. Wunderbar geeignet, schmeckt echt super lecker, wie ich finde. Dafür brauchen wir hier eine Kaki, am besten vollreif. Der Saft von einer, ja, sag mal so Viertelzitrone, das ist jetzt so ein bisschen Zitronensaft, nehmen wir einfach dafür. Dann habe ich jetzt hier eine Handvoll Datteln, in dem Fall 7 Dicklet-Nor-Datteln. Ein bisschen Vanille, auch nach Gefühl. Man kann statt Vanille auch zum Beispiel Mesquite-Pulver benutzen. Das nehme ich in letzter Zeit so häufig. Das gibt dem Ganzen karamellartigen Geschmack, aber ich denke mal, Vanille werden die meisten zu Hause haben, das kann man auch sehr gut benutzen. Und dazu noch 3 Esslöffel Chiasamen. Chiasamen sind auch super, gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, also gute Fettsäuren, hochwertige Fette. Aber hier durch die Kaki und durch die Datteln haben wir auch sehr hochwertige Kohlenhydrate. Also gibt eine Menge Energie. Fangen wir doch einfach mal an. Also hier die Kaki. Die würde ich jetzt einfach mal, da entferne ich diesen Strom. Ja, das schneiden wir ab. Mal gucken. So. Und was ich noch ganz vergessen habe, hier, wir brauchen einen Mixer. Ich nehme jetzt hier einen Hochleistungsmixer und da habe ich jetzt 100 ml gereinigtes Wasser drin. Das wäre noch recht wichtig. Man kann aber auch zum Beispiel den Personal Blender benutzen oder einen anderen Mixer. Je nachdem, wie hart die Datteln sind, lohnt es sich, die vorher in Wasser einzuweichen. Da kann man zum Beispiel dann die 100 ml gereinigtes Wasser nehmen, um die darin einzuweichen, kann man direkt alles miteinander pürieren. So, wir schneiden also, wie gesagt, die Kaki einfach mal in ein paar Stücke, damit der Mixer das auch besser hinbekommt. Dann tun wir das alles in den Mixer rein. Genauso den Saft der Zitrone. So, das reicht schon, so ein bisschen Zitronensaft. Dann die Datteln noch dazu und Vanillepulver. Alles klar. Dann tun wir hier den Deckel drauf und ich fürchte, wir werden den Stößel benötigen. Dann schalten wir das hier erstmal auf eine niedrige Stufe. Ich kann euch das auch mal zeigen hier. Man kann es sehen. Strom anschalten. Und los geht's. Mixen, das sollte also reichen. Schmeckt jetzt schon super lecker. Aber wir nehmen dann jetzt hier unsere Schüssel mit den Chiasamen und schütten das dazu und verrühren das dann gut miteinander. Ja, die Chiasamen haben die Eigenschaften zu quellen, aber es ist eine sehr hohe Quellfähigkeit. Dadurch wird hier ein sehr Pudding. Also es ist eine sehr puddingartige Konsistenz erreicht. So, alles gut miteinander verrühren. Und dann können wir das hier jetzt für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank stellen und dann können wir diesen Pudding genießen. Oh, einfach fantastisch. Das war ein ganz spontaner Einfall, aber es schmeckt wirklich total lecker, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, so sieht er dann aus, ne? Der
Kaki-Pudding mit Chiasamen, nachdem man ein bisschen im Kühlschrank war, hat eine gewisse Festigkeit bekommen. Also ich denke, ideal als Nachspeise. Man kann sogar noch ein paar Kokosraspeln als Deko bzw. als Geschmacksintensivierung dazugeben. Ja, gut, ich habe mir gerade die Haare gewaschen, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder reinschaut. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal abonniert. Das wäre super. Viele Rezepte rund um die vegane Ernährung und viele Tipps werdet ihr hier erhalten. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald.